Ein unangebrachter Lacher oder ein abgelehnter Kuss? Ausreden anstelle Kuscheln oder Sex? Immer mehr Alleingänge und Zeit ohne dich? Leidest du, wenn dein Partner oder Partnerin durch deine Nähe in der Partnerschaft getriggert wird und du immer mehr Ablehnung und Distanz erlebst? Was könnte denn helfen und wie gehst du am besten ran? Ja, auf diese Fragen bekommst du Antworten im Laufe des Videos. Das ist unsere Serie Stell deine Frage und ich antworte jeden Dienstag. Ich heiße Gabriela und ich freue mich jetzt auf dich. Vielleicht bist du jemand, der oder die Partnerin oder den Partner an der Seite hat, die eben ein frühkindliches Trauma erlebt haben. Oder bist du selbst jemand, wo diese Erfahrungen auch inneträgt und prallt die aufeinander? Wahrscheinlich, wenn deine Nähe oder die Nähe von deinem Partner und Partnerin dann dich triggert, weil das kann ja natürlich auch vorkommen. In diesen Momenten kann sehr schnell zu einem Streit bzw. ungewollte Verletzungen kommen. Woran erkenne ich, dass mein Partner oder ich selbst getriggert bin? Und zwar durch die Nähe von dem Menschen, der oder die ja, mir sehr am Herzen liegt bzw. ich liebe. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir unterscheiden, ob das jetzt ein Trigger, also eine unwillkürliche Reaktion auf diese Situation eben entsteht, oder ist es eine bewusste Manipulation und dadurch werden wir dann sozusagen wieder zum Opfer. Und wir reden jetzt darüber, wenn jemand oder du selbst aber in diesen Situationen durch frühkindliche Traumaerfahrungen durch die Nähe getriggert wirst. Ein Trigger kannst du daran erkennen, dass es unmittelbar in dieser Situation wirklich ein Bruchteil von einer Sekunde passiert. Was passiert? Auf jeden Fall Veränderung, plötzliche Veränderung in der Stimmung. Meist eine Veränderung vom Muskeltonus, was aber auch eine Körperhaltung, eine veränderte Körperhaltung bewirkt. Meist werden wir dadurch etwas starr oder steif und in unserer Bewegung unterbrochen. Zusätzlich kann auch dadurch bemerkbar sein, dass wir emotional sogar diese Distanz, was urplötzlich entsteht, spüren. Das kannst du erspüren, dass der andere plötzlich nicht mehr auf der gleichen Schwingung mit dir ist, sondern wie zu sagen verkapselt oder abgekapselt. Weitere mögliche Zeichen können sein, dass dann dein Partner, naja, das Gesicht vielleicht eben von dir wegdreht oder eben Richtung Boden dreht, weil häufig spielt auch eben Scham mit einer Rolle dabei. Und es kann sein, dass dein Partner womöglich Verwirrung zeigt oder, naja, nur eine getaumelte Antwort letzten Endes gibt auf deine Fragen. Wie in solchen Momenten die Interaktion sozusagen, also die Kommunikation zwischen euch weitergeht, ist sehr entscheidend. Du kannst es beeinflussen, wenn du bewusst in diesen Momenten einen Schritt zurück machst. Und sobald du dich nicht auf dich selbst fokussierst, also dass du gerade in dem Moment verletzte Gefühle hast oder auch bei dir vielleicht eben Verletzungen hochkommen, also auch sogar du getriggert wirst, sondern du die Aufmerksamkeit auf deinen Partner ausrichtest, dann kann hier etwas Hilfreiches entstehen. Was hilft uns auf keinen Fall? Ein Rückzug hilft uns nicht. Beleidigt sein hilft uns auch nicht. Ein Streit und Vorwürfe zu machen hilft auch nicht. Manipulation oder sogar Erpressung
Naja, für den anderen da zu sein, in Frage zu stellen, hilft natürlich auch nicht. Ein Grübeln, also in Rumination zu flüchten, hilft auch nicht. Am wenigsten hilft, wenn wir Schuldzuweisungen aussprechen oder sogar mit Trennung drohen. Und natürlich, wenn wir uns selbst verachten oder uns selbst entwerten und in Frage stellen und auch noch mit der Überzeugung kommen, ja, das habe ich nicht verdient oder ich sei ja schuld dran. Also, was könnte uns jetzt in solchen Momenten weiterhelfen? Im ersten Schritt könntet ihr einfach wahrnehmen und akzeptieren, dass heute beide mit dem Thema näher anders umgeht. In diesem Schritt nimmst du deinen Partner oder Partnerin und auch dich selbst so an, wie ihr heute seid. Diese sogenannte radikale Akzeptanz ist auch Teil sogar von buddhistischer Philosophie und mittlerweile hat auch ACT die Methode übernommen. Und ja, Akzeptanz, also es ist so, wie es ist, hilft uns, weil wir natürlich nicht bewerten. Das heißt, in diesem Anderssein nehme ich meinen Partner und Partnerin und mich selbst an. Im zweiten Schritt empfehle ich euch Bewusstwerden. Und zwar Bewusstwerden über drei Punkte. Zum einen, dass diese Situation immer mit Grenzen zu tun hat. Mit den Grenzen von dem Partner und Partnerin und mit den Grenzen von dir selbst. Grenzüberschreitungen triggern bei frühkindlichem Trauma immer. Zweite Bewusstwerden ist sehr wichtig, dass es in solchen Situationen auch immer um Bedürfnisse geht. Die Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Bindung, aber zugleich auch das Streben nach Autonomie, also dass ich selbstbestimmt bin, dass ich auch selbstwirksam sein kann, sind wahrscheinlich früher bei dem Partner oder Partnerin oder bei dir oder bei euch beiden, aber verletzt worden. Diese Bedürfnisse, diese verletzten Bedürfnisse spielen natürlich heute mit einer Rolle. Zum Dritten ist wichtig, bewusst zu werden, dass in solchen Situationen auch immer um Emotionen geht. Um unsere Emotionen und Gefühle, die natürlich auch wieder aufs Neue verletzt werden können. Und diese Emotionen brauchen auch heute eine gewisse Regulation, also dass ihr nicht in Streit geht, beziehungsweise dass die Verletzungen, die vielleicht die jetzige Situation auch verursacht hat, diese Schmerzen oder diese seelische, ja, verletzte Emotionen regulieren könnt. Das sind drei große Aufgaben auf einmal. Und diese drei Punkte, wenn man darüber bewusst wird, kurz innehält, hilft unglaublich. Der dritte Schritt könnte sein, dass ihr das beleuchtet. Wenn ihr möchtet, ist natürlich die Voraussetzung, dass dein Partner oder Partnerin und auch du aber eine Bereitschaft zeigt. Wenn ihr das beleuchten möchtet und auch das seht und anerkennt, dass ihr im selben Boot sitzt sozusagen, also ihr seid am Partnerschaft, ein Team im selben Boot und ihr habt die gleichen Ziele, dass es funktioniert, dann könnte mit einer Bereitschaft möglich sein, dass ihr sozusagen die Gründe hinter diesen Situationen hinter dieser Auslöser beleuchtet. Was sind eigentlich die Ursachen hinter diesen Reaktionen heute? Und was sind die Auslöser,
Und wie kann ich diese Auslöser heute anders einsetzen oder heute mit einer anderen Bedeutung vielleicht versehen und dadurch zum Nutzen der Beziehung einsetzen? Ein klein ergänzender Tipp zu dem Wie. Wie sollen wir denn das beleuchten? Sollen wir denn das zu zweit machen? Sollen wir in eine Therapie gehen? Ja, welche Möglichkeiten habe ich denn, damit das nicht wieder in Streit ausartet? Ich kann dir auch hierzu zwei Möglichkeiten empfehlen. Erste ist die grandiose gewaltfreie Kommunikation. Die gewaltfreie Kommunikation geht um Bedürfnisse. Es geht darum, dass wir unsere Bedürfnisse heute ermitteln und die Bedürfnisse sind immer mit unseren Emotionen auch verknüpft. Dementsprechend kannst du sehr, sehr viel ja, erkennen und auch, dass ihr gemeinsam darüber verhandeln könnt oder auch gemeinsam anschauen könnt. Ja, welche Unterschiede habt ihr denn? Vielleicht habt du mehr Bedürfnis, eben dich zu binden, oder dein Partner hat mehr Bedürfnis, Zeit für sich zu nehmen. Und wie könnte es zunächst aussehen? Ja, die Lösung oder halt einfach die kommende Zeit, was euch beide gut tut. Und meine zweite Empfehlung ist, nochmal in der konkreten Situation für euch beide, dass ihr einen Blickwinkel sozusagen einnimmt, wo ihr wieder den und die Partnerin betrachtet, die ihr kennengelernt habt und die ihr ganzheitlich lieb habt. Weil ein wohlbekanntes hypnotisches oder ja, hypnotisierendes Phänomen ist, dass wir in solchen Fällen, sobald eine Verletzung kommt, wir auch bei den anderen nur diese eine, naja, Handlung oder diese eine Tat sehen und wir bewegen uns auch wie in einem Tunnel mit unseren Bewertungen und mit unserer Kritik. Sobald du dich vor diesem Tunnel sozusagen distanzieren kannst und dein Partner und Partnerin plötzlich wieder als liebevolle und als ganz, ja, als ganzer Wesen siehst, dann fällt dir viel leichter, die Situation auch mit einer Akzeptanz zu betrachten und zu sehen, ja, das ist nur eine Seite von ihm oder von ihr und das ist ja nicht er oder sie eben in Gänze. Ich hoffe, dass es dir etwas geholfen hat. Und stell dir bitte deine Frage für nächste Woche. Ich sammle die Fragen sowohl hier in Kommentaren oder in unser Trauma-Forum kannst du auch schreiben und hab eine wunderschöne Woche.